Und oben steht der nächste, Loic Meyer. Oben noch drei Läufer, zwei Schweizer. Das Drehbuch für die Fans hier in Adelboden ist perfekt. Die Frage ist, gibt es auch ein Happy End? Aktuell führt ein Österreicher. Und Loic Meyer nimmt 82 Hundertstel mit auf seine Jagd nach der Führung. Der Menge Vorsprung ist sehr gut in den ersten Steilhang hineingestochen. Hervorragend unterwegs gewesen im ersten Durchgang. Meyer ist einer von dreien, die innerhalb von einer halben Sekunde liegen. Daher auch jetzt der große Vorsprung. Ja, aber einiges verloren. Wollte gerade sagen, ein bisschen verhalten. Jetzt musst du dann schon auch auf den Boden bringen, deine PS hier, genau, in Adelboden, wo so viele von dir erwarten. Absolut, ja. Man darf sich nicht, auch nicht auf Twern, der jetzt 82 Hundertstel ausruhen. Er ist einer, der ganz exakt immer schön die Knie reinlegt. Jetzt ist er da fein unterwegs. Ja, jetzt hat Anton schon, Achtung, die Übergänge. Geschluckt, gut, genau. Mitgenommen, geschmeidig, oh, drüber. Schön reingestochen. Das sieht richtig gut aus. Loic Meyer, nächster Vergleich, noch immer über 7 Zehntel Guthaben. Das muss genügen, wenn ihm jetzt kein Missgeschick passiert. Wird Loic Meyer die Führung übernehmen? Oh, das hat reingestochen. Es war richtig gut. Voll auf Zug. Ja, das geht sich aus. Das ist eine neue Bestzeit. Auch wenn er ein bisschen was verliert von seinem Vorsprung. Ungefähr 2 Zehntel auf Feller. Geht er hier in Führung? Loic Meyer landet zu Hause auf dem Podest. Im Moment ist es seine Party. Und was für eine. So dirigiert man ein Publikum. Grandiose Vorstellung. Und dann darf man nicht vergessen, einer der schwierigsten Hänge, vor allem im Zielbereich. Die vielen Übergänge, wenig Schneeauflage. Da haben wir Helly Krug. Ja. Österreicher. Genau. Diensten der Schweizer. Deshalb trainieren ja die Schweizer immer auf der Reitalm. Ja, ja. So, jetzt Achtung. Hier ist Henrik Christoffersen, 17 Hundertstel, nur sein Guthaben auf Meyer, aber mit dem Sieg im Slalom von Garmisch viel Selbstvertrauen getankt. Ja. Und hier heute Zweiter, will er es wissen, das sieht man sofort. Ist das ein genialer Skifahrer, wie der in den Schwung hineingeht, wie der mit den Fliehkräften spielt, wie der exakt oben steht. Ja. Unglaublich. Minus 53, das war Wahnsinnsfahrt oben. Oh, greift er an. Ja, aber da oben hat Loic Meyer ja ein bisschen was liegen lassen, ja, wissen wir. Trotzdem, er greift nach wie vor. Das ist sensationell. Schaut so sauber, rund und dynamisch aus. Und er weiß, er muss vorlegen, denn 32 Hundertstel hat Odermatt aus dem ersten Durchgang Vorsprung auf ihn. Aber er legt Guthaben. Vor. Er legt vor. Und er legt vor. Oh, ganz allein. Odermatt ist gefordert. Genau. Der kann das nicht runterfahren, hat jetzt, er nicht vorgehabt jetzt wahrscheinlich. Kämpft ein bisschen mit der Linie, ein wenig. Frage ist, hat es was gekostet? Der nächste Vergleich an der roten Linie da vorne. Ja, ein bisschen was. Aber 58 Hundertstel sind es. Das bedeutet, er hat seinen Vorsprung ausgebaut gegenüber Meyer. Der war nicht schlecht am Zielhang. Oh, der braucht ein bisschen länger. Ein bisschen länger gebraucht für die Einfahrt. Aber es ist sehr fahrstil, dass er den Schwung etwas länger zieht als Meyer. So, und er geht hier in Führung. Ja, und wie? Und 93 Hundertstel Vorsprung ist eine Ansage. Eine laute Ansage an Marco Odermatt oben. Und der schaut dann nochmal hinauf. Und der weiß mittlerweile, wie das zu zelebrieren ist. Henrik Christoffersen vor Loic Meyer und Manuel Feller. Und auch wenn Odermatt im Vorjahr den Sieg geschafft hat, Olympiasieger ist, Riesentorlauf-Weltcupsieger, Gesamtweltcupsieger. Hier ist Adelboden. Und hören Sie mal rein, was da draußen los ist. Die wollen alle nur eins. Aber der Norweger Christoffersen hat ihm das richtig schwer jetzt gemacht. Also das war eine brutal gute Fahrt. Und wie viel Druck hat dieser Bursche jetzt hier? Der überragende Mann in dieser Saison, in der letzten Saison. Die letzten 12 Riesentorläufe im Weltcup, immer auf dem Podest, das olympisches Gold. Zuletzt im März 21 nicht auf dem Podium in dieser Disziplin. Damals war er 11. Es ist sein 50. Weltcup Riesentorlauf. 21 Mal ist er auf dem Podest gestanden. Gibt's das? Gibt's das? Der legt noch einen drauf. Er legt nochmal nach.
Ach ja, schau mal, wie der arbeitet. Wie der aber jeden Schwung nach vorne versucht. Unglaublich. Als ob er es genießt. Als ob er es genießt und er wird diesen Zielang möglicherweise noch mehr genießen. Jetzt habe ich gedacht. Marco oder Matt von einem anderen Stern. Also jetzt habe ich gedacht, das geht nicht besser. Achtung! Ja, da hat auch Geier. Der ist voll am Limit. Er fliegt hier über die Piste. 92 Hundertstel. Was ist damit passiert? Ja, das ist eine Show. Das ist eine Show vom Ballerfeinsten. Oh, nochmal. Nicht ganz ideal. Aber 1-2, der gibt das zu schnell für den Kurs. Der gibt bei jedem Tor, egal wie er auf der Linie ist, gibt der Gas. Macht sich doch mal rein. Jetzt muss er nur mehr stehen bleiben. Er muss das irgendwie noch verstehen. Sieht so aus, als ob ihm der Ski hier zu schnell ist für diesen Kurs. Aber es ist eine Machtdemonstration. Es ist die Titelverteidigung. Es ist einmal mehr Marco Odermatt. Sechster Saisonsieg. Die Schweizer Party ist perfekt. Unglaublich. Unglaublich, wie der hier abliefert. Schweizer auf 1, Schweizer auf 3. Dazwischen Henrik Christoffersen, bester Österreicher Manuel Feller als Vierter. Was ist das für eine neue Ski-Ikone? Ja! 17. Weltcup-Sieg. Der 11. im Riesentorlauf, zum 13. Mal in Folge auf dem Podium und er steht wieder ganz oben. Und das bedeutet, wer heute in Adelboden ein Zimmer hat, kann sich wohl niederlegen, schlafen wird nicht gehen. Es hatte den Anschein, als ob er für den Kurs zu schnell ist. Also unfassbar, was der aus Fehlern macht. Wie der immer weiter beschleunigt, obwohl er von der Linie weg ist. Das erinnert an diese ganz, ganz großen Namen. Hermann Mayer, Marcel Hirscher und wie sie alle heißen. Alberto Tomba, ja genau. Weil eines muss man sagen. Schauen wir mal ins Gesicht hier. Ja, schon ein bisschen angespannt, aber als ob das lustige Herausforderungen sind. Mit einem Selbstvertrauen, wie er es hat, macht das möglicherweise dann auch wirklich Spaß, wenn was daherkommt, was nicht ganz rund läuft. Könnte sein, ja. Und man muss eines sagen, Henrik Christoffersen hat ihm wirklich alles abverlangt. Er ist einen gewaltigen zweiten Lauf gefahren, ist auf Sieg gefahren, hat dem ist alles gelungen und Odermatt war noch einmal schneller. Loic Meyer landet erstmals in dieser Saison auf dem Riesentorlauf-Podium. Henrik Christoffersen auf Rang 2, heute mit Startnummer 1 im ersten Durchgang. Schwierige Aufgabe. 11. Podestplatz in Adelboden, ganz unglaublich. Und jetzt wird es hier richtig laut. Der Mann, der stündlich neue Rekorde aufstellt. Sieger in Adelboden letztes Jahr und heuer. Marco Odermatt. Sein letzter Ausfall übrigens im Februar 21 bei der WM in Cortina im Riesentorlauf. Und wieder 100 Punkte. Gesamtweltcup. Natürlich ausgebaut.